Hey, was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die WGT9 zurück bei Let's Play Freedom Planet 2. Ja, im letzten Part sind wir zum Gespräch mit Merger gekommen und ja. Wir konnten sie leider nicht daran hindern, dass sie dieses gewaltige Drachenluftschiff erweckt. Sie wollte aber eigentlich jetzt den Mond angreifen, aber dazu ist es nicht gekommen. Und jetzt mit der Hilfe von Serpentine könnten wir es, wenn wir Spade wiederkriegen könnten, könnten wir den... Welcher den Syntax-Roboter gestohlen hat, also den Serpentines-Roboter gestohlen hat, könnten wir dann ein schnelles Luftschiff nutzen von Serpentine. Also könnte Serpentine uns mit einem Luftschiff uns zum Mörger befördern. Was geht's denn, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush World, wir gehen dann zurück bei Let's Play Freedom Planet 2. Ja, wir sind zu einem Gespräch mit Merger gekommen und ja, natürlich nicht wirklich glimpflich verlaufen, denn sie hat es geschafft, ihr Drachenluftschiff, das Name mir jetzt gerade nicht einfällt, nun vollständig zu aktivieren und wollte damit jetzt den Mond angreifen. Dazu ist aber komischerweise nicht gekommen, sie ist anscheinend noch zu weit dafür entfernt, laut Serpentine. Welcher uns anbietet, mit seinem Luftschiff nach oben die Verfolgung aufzunehmen. Aber dazu bräuchten wir auch erstmals einen Roboter, den Spade gestohlen hat. Doch bevor wir die Verfolgung mit ihm aufnehmen, will uns erstmals noch der königliche Magister sprechen. Nun ja, aber sprechen wir erstmals den Leuten hier. John got the Great Twin. Ja. So, hey. I guess you're wondering how old Duck got caught up in this mess. I thought it was just talk, you know? Just shooting the breeze with the guys, and then we were there, shooting up Shang Tsung, and suddenly it wasn't just talk anymore. I can't believe my beloved Corey would be part of all this. Das ist wirklich in sie verknallt. Und mit dem, der will nicht reden? Okay. Aber... Ja, die kleinen Schule erstmal. I used to live next to Kiara until she put out all of my fear. She wouldn't put a dollhouse. Why do kids have to be so giant? Okay, jetzt aber mit ihr, Jade. I'm sorry you trusted us to keep Shang too safe and we failed. I'd grown too soft. I got my own training alpha. A trick knee. An old enemy re-emerges, but not the one that you expected. Perhaps you should consider a gift. I doubt that any who stood a Brevin previously would care to repeat that experience. Also wenn er nochmal kommt, wir sind besser dran. Bin mal gespannt, ob er wieder eine Rolle spielen wird. Alright, after we're finished here, we should get on a ship with Snake Man and go off into space, like we want to do. Everything's fine, everything's great. I talked with Snake Man and we're all friends now. All friends now. Hat sie bitte zu verheimlichen? Was hat sie mit denen gesprochen? Ugh. Mila! Ugh. Ich hasse diese Geheimnistuerei. Na, okay. Ich war außerdem auch offscreen so viel wie möglich einkaufen, was ich aktuell einkaufen konnte. Wir könnten also im Trainingsdojo noch ein bisschen trainieren. Wenn wir wollen, um weitere Juwelen zu bekommen. Um besser gegen alle abzuschneiden. Aber das machen müssen wir nicht mehr. Lassen wir das. This is our fault. None of this would have happened if we keep those water dragons in the ocean where they belong. Give them a taste of the good life and now they're going to take it all away from us. History repeats itself. Du sprichst mit einem Wasserdrachen. Merkst du das eigentlich nicht?
gut in der Bar. Where do you go when you are? Come on, we got a giant fish I need to punch. My sister too, probably. She stuck me on a boat in the middle of nowhere with raisins. So I'm pretty much overtalked out now. God blimey, what a mess. Glad that's over with. The whole thing kind of makes me cherish life a bit more. Maybe I should go back home. I might not get another chance. Anyway, if you want play any vinyls to bring me some at. Danke, passt schon. Naja. Das ist ja wirklich schon Finalstimmung. Oder sowas von. Ich liebe einfach den Soundtrack. Das kann mir wirklich. Das hat mir wirklich den Eindruck. Das gibt wirklich den Eindruck, als wäre schon Finale angesagt. Einfach zu geil, der Soundtrack. Oh Mann. Wirklich mein liebster Soundtrack bislang vom Spiel. Glad to see you regular. It's back here. Those weird robot water balloons of Mergus would only buy water. We didn't even bother with oven during the occupation. Robot Water Balloons? Okay. Serving, have a seat over there and we'll serve you some drinks. Aber da passiert gerade nichts. Was ist jetzt los? Ich kann mich nicht bewegen! Was soll das denn jetzt? Es wurde doch gepatcht, was soll das? Nee, das bleibt peng. Galaxy Trail, wenn ihr das seht, bitte patchen. Please patch this out. Was zum Teufel, ey? A room? Nö. Pascal used to call me little Kiara. He helped me get better when I got really sick. Please, lady, he's not a bad guy. Bring him back. I know you can. Oh, Pascal's so awesome. He beat those robots and saved Chewie Gong. Bam, pow, kazap. Ah. Irgendwie. Ich will ja verstehen, was er durchmacht, aber das, was er macht, ist genauso falsch. Mom, mind controls out. Turns out the easiest way to control people is by exposing age-old secrets, covering up generations of hereditary ruling family and exploiting the outrage. Oh no! Merga had an awful compelling way with words, though I have to say. Just what kind of delicious things are going on? And that nagging of hers. There's a lot of technology in the Bakunawa. Bakunawa, ja, so heißt es. And I'm certain my colleagues will want to study. Naja. I know we couldn't trust a Maggie pup. Can't believe he convinced so many of my friends to turn against Shang too. Maggie pup? Meint der Skell? Okay, ich schätze mal, wir können jetzt. Hello. Okay, okay. Noch einmal. Okay, okay, okay. Lass mal jetzt. Sprechen wir jetzt mit den königlichen Magister. Oder noch mit den Leuten erstmals. First we lost Shang Tu, but we got it back. Now we're about to lose the world? Don't think I got anything in the armory that could help with that. It's all up to you now. Has the dragon crossed
across the sky to devour our moon. We are all at once confronted by our brief mortality. Who amongst us can say to live a good life or a meaningful one? And does any of it even matter? What sweet Oblivion. Was ist mit diese... Ach. Oh, da ist immer noch einiges kaputt hier. Die Brunnen zum Beispiel und hier noch... Ja. Ja, das sehe ich auch. Erst jetzt der ganze Haufen an Ziegelblöcken hier. Also... ganze Haufen an Steine. Ich kann vielleicht mal... Naja, mit denen auch schon gesprochen. Hey, General. It's great to be back in Shen 2. Too bad about the giant spaceship of Doom flying up there. Though, really brings down the mood. Once you're back around that serpentine guy. It's a real little snake. And with syntax in his hands. Forget about it. He's definitely gonna pull a fast one. Ist er überhaupt hier? Ja, richtig. Unser Roboter ist auch weg. Ich würde... Yo, Magister, Magister, you summoned us, O Exalted One? Thank you for coming. Warte, warte, da stimmt was nicht. Ich wollte mit dir reden, aber es ist gleich auch in der anderen Katzen geskippt. Was ist denn hier los? Das Spiel von einem Bug zum nächsten in diesem Bug. Was schon zum dritten Mal gepatcht worden ist. Ey! I wish to share the results of my research regarding Murga and the Water Dragon people. At first, what I found merely reaffirmed everything we already knew. That the Water Dragons turned violent. That Murga was their greatest warrior. That many Shangtusians died defending themselves from the Perusan Scourge. Then I realized that the books I had read were all written by Earth Dragons and their descendants. I scoured the library for any book that could possibly recount history from a Water Dragon's perspective. I found it within a handwritten book of flowers and horticulture. There were various annotations by the author describing what was then to her current events. If what she wrote is true, then... I'm so sorry, Lilac. Murga is right to be angry. Magister. I was hoping that, perhaps by speaking to her, I could persuade her from this course. Her grudge is against my people. The rest of the world need not suffer for our arrogance and conspiracy. But I suppose that hope is extinguished now. No, I don't believe that. Are you mad? She commands an aerial fortress capable of intergalactic flight and eating moons! The time to appeal to her better nature has long since passed. Maybe I just don't want to be the last water dragon anymore, but I still want to try. The last centurion of a long-gone race? Isn't that someone worth talking to? Someone of your own blood. Yeah, I get that. Someone who may be afraid of being nothing more than a weapon. Someone with the courage and discipline to do what is needed to be done. Very well. I suppose we can attempt to do the right thing. Should the situation arise? Have I come at a bad time? We acknowledge and welcome the King of Shui Gang in the court of Shang Tu. Your Majesty! Hi! King Dale, to what do we owe this unexpected pleasure? Oh, this is just a casual state visit. I realized that we never properly thanked you for all your assistance in Shui Gang. So I brought along this beautiful gift. And this wretched scoundrel of a brother. Spade. Ugh, he busted me, I'm good. My men have the syntax drone under guard outside. From what I've gathered, you will need it to take down this Bakunawa. Magnificent! You four, finish your business here! Once I've installed syntax on my ship, I'll be leaving immediately. So don't be late. Adversity makes for strange bedfellows, it seems. Indeed. I must make a request. When you encounter Murga, allow me to speak with her. Your communicator can act as a relay between us. I wish to... make amends.
All right. Kann ich das jetzt mal irgendwie wegkriegen? Gerade in so einer Erzenkatzin und dann so ein verdammter Bug. Okay, weg ist es. Holy shit. So, Sir Gonzalez, it's good to be home. Still, we should conclude our business here as soon as we can. We have a planet to save. Marga must be stopped, one way or another. I only hope that she is open to reason. Good luck. The fate of Avala lies in your hands. Okay. Aber gleich zwei Bugs in diesem... OMG. Das muss man sich einfach mal vorstellen. So. Oh Gott. Na schön. Alter, wie krabbelst du dir in die herum? Was ist mit dir? Finish your business and be quick about it! Lest you incur the wrath of the impatient General Sabatine! Ich frag mich allerdings, ob ich noch mehr von diesen Zeitkapseln finden kann, aber wo? Weil während der Level glaube ich nicht, dass man die finden kann, oder? Und ich habe mich auch überall in den Karten damals umgeguckt und... Ja, weil jetzt jetzt kommt das Story-Finale, also das Hauptstory-Finale. Naja, ich bin jetzt nicht auf 100% aus, aber vielleicht geben diese Zeitkapsel noch eine andere Perspektive. Das muss man sich mal angucken. Aber ich mache mehrere Playthroughs, vielleicht schaffe ich das noch dazwischen, die restlichen zusammenzukriegen. Wer weiß das schon. Dann werde ich erstmal Slylek's Playthrough hier enden. Gut, ich bin bereit. Es kann losgehen. So, wo müssen wir hin? Ich könnte eigentlich schon die anderen Sachen auch schon machen, aber... Ich glaube, darauf können wir sie nicht anlegen. Wo müssen wir jetzt hin? Ach hier, na Bakunawa. Okay, okay. Ja, dann mal los, würde ich sagen. Enemies detected. Executing slaughter sequence number 2. Belay that! These are our allies. For now. Right. So is Syntax all fixed up to the ship now? There! All done! Now we leave right now! Excellent! To Bakunawa! What the? What did you pack? Rocks? Just brought a few potion materials to be on the safe side! And some lab equipment, and safety equipment, and... Bah! Whatever! You're lucky I overcompensated for how heavy you lot are fourfold! Rude assessment of our weight aside. Engage! As you wish, sir. Analysis complete. Sensors confirm a code black compatibility of 91%. Brilliant! Then I'm heading straight for the power core! You mean you know how to get there? Right. Of course not. Okay, Bakunawa Rush. Dann mal los. Ja, ich lasse es mal so, wie es ist. Dann mal los, geht's. Oh shit. Stören wir das Schiff? Nein. Wir werden natürlich abgesetzt mit dem Schild.
Sind wir nach oben. Erstmal ist richtig Grinding Action. Oh shit. Mit Laserangriffen. Oh. Verdammt nochmal. Verpiesel dich. Schon wieder der. Und da trifft er mich auch noch. Diese Laser sind echt das Letzte. So, dann mal weiter. Okay, den habe ich schön ausgetrickst hier. Shit. Diese Gegner kennen wir auch nur so gut aus im ersten Teil. Verdammt doch mal! Ich bin jetzt gleich tot! Was soll das? Bloß aufpassen, ein einziger Treffer und ich bin down. Oh. Was soll das denn? Das fängt ja gut an. Dann gehe ich lieber unten lang, solange da dieses Lasergeschwader ist. Habe ich nichts weiter als Strapazen hier. Oh shit. Da falle ich runter, aber ich verliere kein... Habe ich Damage gefressen oder... So, also... Oh, ich hasse diese Laser. Ich wette, es ist empfohlen, hier oben zu bleiben. Nur damit man... Ach! Eine Truhe bekommt oder so. Ach, shit. Ach. Scheiße. Oh! Nein! Och. Ich dachte schon, ich würde jetzt hier runterfallen. Alter, der... Die Gegner fressen immer mehr Schaden. Liegt das vielleicht daran, dass ich den Trank ein bisschen, dass ich jetzt nicht mehr den physischen Angriffskrafttrank jetzt hier drin habe? Wahrscheinlich. Holy shit. Nein? Kannst du knicke. Meine Fresse. So, Schluss jetzt mit den Lasern. Oh nein! Oh, Heilung! Heilung, süße Heilung! Was war das jetzt für ein Gegner? Oh, was auch immer das war, der ist jetzt weg. Ach ja? Das werden wir noch sehen, was? Kommt das her? Soll ich die Kanone besiegen? Anscheinend. Das ist ein Miniboss. So, jetzt aber. Jetzt gibt das Ding Ruhe. Och man, der schon wieder? Das ist der erste Level. Das ist der Boss von... Na, das war ja gut gelöst hier. Warte mal. Aha. Das nehme ich gerne an mich, danke. Rutsch doch nicht ab da. Die Kanone kann ich nicht angreifen.
So, weg mit dir. Oh shit. Gibt's da vielleicht noch was? Ach, lass mich runter. Nee. Das ist... Ich habe praktisch eine Abkürzung vorher erreicht. Danke, Serpentine. Ich kaum zu fassen, dass ich das jetzt sage. Oh shit. Ich dachte, da wäre oben eine Lücke. Oder mich verguckt. Wow. Jetzt flippen wir nochmal gegen den... What? Jetzt können wir sie ihm nachmachen. Holy shit, da können wir hier nach oben. Wir können sie das so praktisch nachmachen. Der ballert jetzt auf uns. Okay. Soweit, so gut. Oh nö. Nicht in den Laser rein. Oh Mann. Und nicht von Baseballen getroffen werden. Es kommt wirklich alles auf einen zu. Wir können die zum Glück alle überspringen hier. Oha. Das war knapp. Ach, als ob dein Timing jetzt so scheiße war. Ja, das ist echt gemein hier. Ich muss gleichzeitig auf die verdammten Laser aufpassen. Hoffe, ich hört jetzt auf mit dem Ball. Der hört nicht auf. Oh, ach, da kommt er her. Der Spacko. Zerstört. Und jetzt hoffentlich gibt er Ruhe. Hoffentlich gibt es ja keinen weiteren Baseball-Fuzzi hier, der hier ballern muss. Habe ich jetzt alles offen? Nee, noch nicht so ganz. Ich muss da nochmal ran. Kaum zu fassen, dass wir jetzt tatsächlich die Rolle des ersten Bosses nochmal übernehmen. Schon cool. Nicht runterfallen, bitte. Ein Schatz. Wie komme ich da hin? Ich glaube, da brauche ich... Ist er irgendwo noch so? Oder... Yes. Okay, wie komme ich da? Okay, passt. Der Soundtrack! Geil! Nice one. Extra Leben. Und weiter. Dann mal hier hoch. Yay! Speed! Bam, bam. Oh no. So. Ich glaube, da muss ich hoch. Ah, du gibst mal schön Ruhe. Uah, uah.
Was ballert jetzt noch? Oh. Hallo? Und weg ist er. Ach gut. Oh Mann, da nimmt er mir noch am Ende mein Schild ab. Ach komm, als ob. Als ob. Oh Gott. Es wimmelt hier einfach nur so von grausamen Fallen. Und weg. Zerfetzt. Ach, der nächste. Ich glaube, ich gehe lieber hier lang. Wo muss ich jetzt hin? Da nach oben? Oh, danke schön, dass ich noch ein paar Gegner mitnehme dabei. Uff. Jetzt auch noch als Pinball. Ja, das war fair, ne? Und tschüss. Da runter? Yes! Nicht schlecht. Ein paar Kleinigkeiten. Ich hoffe nur, ich werde diesmal keine Kristalle verlieren hier. Das heißt also kein Game Over, bitte. Ah. Am Ende ist es wirklich dann gescheitert, nachdem ich vom Boss fliehen musste. Also, nachdem ich den Boss besiegt habe, dass ich dann vor der Lava fliehen musste hier. Ach komm, als ob. Ist er weg? Nein, da oben ist er, oder was? Wie wird es denn auf Breakout auch noch machen müssen? Aber das ist geil. Irgendwie... Und wenn ich schon das Stage-Layout sehe, steht schon beim Boss... Oh nein, ich kenne das doch. Das ist doch... Oh, der Kleine. Na toll. Wenn ich das Stage Layout so betrachte, dann erinnert es mich stark an Sonic Rush. Der finale Stage. Shit. Ich muss wirklich eine bessere Position finden. Oh shit. Ich muss eine sichere Position finden für die Laser. Okay. So, den können halt weg, aber ich habe über die Hälfte schon verloren hier. Oh, das könnte ich wirklich brauchen gerade, was hier ist. Oh, das zieht gleich eine Energie in ein Bad. Nice. Oh. Ah, shit. Yes! Das öffnet gleich das Schild. What the hell? Yes! Tja. Sorry. Aber jetzt ist Schluss mit dem Affentheater. Aber sowas von. Ja. Rest Area. Oh. Okay.
Damit machen wir im nächsten Part weiter. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen hat, was dieses Bestückmiss ist. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crossword, wie geht hinein? Bis zum nächsten Part von Let's Play Freedom Planet 2. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.